Willkommen zum nächsten Türchen unseres Adventskalenders. Heute backen wir zusammen Spekulatius. Dafür braucht ihr Mehl, feinen Zucker, außerdem braucht ihr Markenbutter, natürlich. Nein, ihr braucht natürlich einfach Butter, ihr braucht Kakao, ihr braucht dann natürlich Mandeln, die gemahlenen, zwei Eier, dann noch Lebkuchengewürz und natürlich Backpulver. Ja, nun fangen wir an. Als erstes macht ihr die Eier in eine Schüssel. Wenn die Eier dann in der Schüssel sind, gebt ihr dazu das Stück Butter. Könnt ihr jetzt auch sehen hier. Das Auspacken, das war noch ein bisschen hart, die Butter. Das ist besser, wenn ihr die ein bisschen eher aus dem Kühlschrank nehmt. Dann ist die nämlich ein ganzes Stückchen weicher. Ihr nehmt auf die Masse ein ganzes Stück Butter und eine große Ladung Zucker. Rezept seht ihr unten in der Videobeschreibung. Das Ganze wird jetzt erstmal verquirlt, damit die Butter sich auch ein wenig löst. Das Ganze wird dann so eine schlonzige Masse. So, jetzt haben wir das Ganze ordentlich durchgerührt. Als nächstes gibt es jetzt 3 bis 4 große Esslöffel Backkakao dazu. Das gibt den Spekulatius die schöne braune Farbe und natürlich auch so ein wenig dieses typische spekulatiushafte Aussehen. Und natürlich das Lebkuchengewürz. Wir haben in dem Fall Lebkuchengewürz genommen. Es geht natürlich aber auch direkt das Spekulatiusgewürz. Das gab es nur leider bei uns nicht mehr, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Jetzt kommen noch die Mandeln dazu und das Ganze wird jetzt schön weiter zu einem schönen homogenen Teig verarbeitet. So, jetzt seht ihr, wie wir Mehl dazugeben. Das Mehl ist dafür da, dass der Teig nun eine ordentliche und feste Bindung erhält. Jetzt nehmen wir dazu noch einmal statt dem normalen Rührwerkzeug die Knethaken, um das Ganze ordentlich umzukneten. Das hilft dabei, dass der Teig schön fest wird und wir einen ordentlich verarbeitbaren Teig bekommen. So, das seht ihr jetzt auch schon. Wenn sich diese großen Klumpen bilden, ist das immer ein gutes Zeichen dafür, dass der Teig langsam in die richtige Richtung geht. Und wir am Endergebnis dann auch das erhalten, was wir wirklich erhalten wollen. Backpulver gibt es noch dazu, das hatten wir nämlich vergessen. Das wäre ein bisschen doof gewesen, wenn wir das vergessen hätten. Deswegen jetzt nochmal richtig schön nachrühren. Das Backpulver könnt ihr mit dem Mehl zusammen schon in den Teig geben. Da steht jetzt unser Teig. Handtuch drüber und warten. Jetzt stand der Teig, hat geruht im Kühlschrank, ist fest geworden. Und wir können nun mit dem Ausrollen und mit dem Ausstechen unserer Plätzchen beginnen. Man kann natürlich auch spezielle Spekulatiusförmchen nehmen, wo man dann auch diese typische Bauform bekommt. Allerdings haben wir uns entschieden, wir machen das ganz einfach mit Ausstechförmchen. Letzten Endes zählt ja der Geschmack und nicht das Aussehen. So ungefähr einen halben Zentimeter dick das Ganze ausrollen. Und dann geht auch schon das große Ausstechen los. Viel mehr ist auch nicht zu tun. Danach wandern die Kekse noch in den Ofen. Und ihr könnt euch freuen über leckeren, selbstgemachten Spekulatius. Ich hoffe sehr, euch hat das Türchen gefallen. Ich lasse euch jetzt mit den letzten Impressionen dieses Videos allein. Und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst oder einen Daumen nach oben oder ein nettes Kommentar. Vielleicht habt ihr ja selber auch schon was gebacken. Bis zum nächsten Mal und tschüssi!